Deutschlandfunk, Sternzeit. 26. April. Meerkat und der verlorene Pulsar. In der Karoo-Region Südafrikas sind die 64 Radioschüsseln der Meerkat-Anlage verteilt. Sie lassen sich zu einem Großteleskop mit 8 Kilometern Durchmesser zusammenschalten und erforschen schwarze Löcher, Gasblasen im galaktischen Zentrum und vieles mehr. Das Team um Vishnu Balakrishnan vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn hat jetzt mit Meerkat einen lange vermissten Pulsar wiederentdeckt. Der kompakte Stern hat etwa die Masse der Sonne, ist aber nur 20 Kilometer groß. Er dreht sich über 70 Mal pro Sekunde um seine Achse. Nach seiner Entdeckung vor über 20 Jahren war er verloren gegangen. Das bemerkenswerte Sternpaar befindet sich im Kugelsternhaufen M30 im Sternbild Steinbock. Die Meerkat-Daten zeigen, dass der Pulsar auf einer exzentrischen Bahn gut alle 6 Tage um ein noch unbekanntes Objekt zieht. Der Partner ist entweder ein weißer Zwerg oder auch ein Neutronenstern, der allerdings, anders als der Pulsar, keine Strahlungsbündel Richtung Erde sendet. Kreisen 2 kompakte Objekte so eng umeinander, so führen im Laufe der Zeit Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie zu minimalen Bahnänderungen. Aus solchen Beobachtungen lässt sich dann die genaue Masse der beiden Körper bestimmen. Die Max-Planck-Gesellschaft beteiligt sich an Meerkat mit 20 weiteren Antennen. Mittelfristig wird Meerkat Teil des Riesenteleskops SKA. Bald horcht die Anlage in Südafrika noch empfindlicher auf Radiosignale aus den Tiefen des Kosmos.